Hallo, ich grüße euch zum Teil 10. Wir müssen uns jetzt mal beeilen, weil wir wollen mal zeigen den außerbörslichen Handel des DAX. Wir sind jetzt hier gerade im DAX. Um 8 Uhr, glatt um 8 Uhr geht's los. Wir sind jetzt 7 Uhr 58 und 24, haben also noch 1,5 Minuten Zeit. Man sieht, dass der Kurs hier stehen geblieben ist. Das ist die Linie, die wir gestern reingezogen haben. Wir hatten ja hier gestern diese komische Falle gehabt, wo ich hier reingelaufen bin, weil ich gedacht habe, naja. Also wenn der hier hochgeht, war denn das hier? Ne, es war später. Irgendwann hier, genau hier. Hier waren die zwei Tiefs, hatte ich ja gezeigt. Und auch hier, ne? Und dann nimmt man natürlich an, dass das Tief hier zu liegen kommt. Wenn natürlich aber die gelbe Linie hochläuft, ist natürlich gut möglich, dass man annimmt, dass man hier dann hier ein Tief hatte und der dann hier wieder hochzieht. Aber man sieht auch, dass hier kein Doji ist, sondern irgend so ein, naja, eine steigende Kerze, noch eine steigende Kerze, man nimmt also an, es geht hoch, ist nicht passiert. Ich hatte hier dann eine Kaufposition, hatte dann ziemliche Mühe, die dann zu retten, weil man sieht, dass die hier kaum ansteigt. Aber wir hatten ja einen Handelsaussatz drin. So, wäre die Vermutung, dass er jetzt hier hochzieht. Ja, wenn er das wirklich tut, weil hier unten hat er ja das Bestreben gehabt, dass er hoch wollte. Und der außerbörsliche Handel heißt, dass die Banken eben außerhalb der Handelszeit, wo da DAX gehandelt wird, weiter versuchen Geschäfte zu machen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand bei ja, mal 10.900 noch paar DAX-Kontrakte in sein ja, Anlagekapital hat, dann bietet er die dann an und dann handelt er den Preis und da wird es Leute geben, die sagen, na, ich erziele am Folgetag einen besseren Preis. Die kaufen den und andere sagen, na, der Kurs geht runter, da ist es viel zu teuer. Und die verkaufen den. Ne? Und einer von beiden wird dann recht haben. Auf lange Sicht werden beide irgendwie das hinkriegen, weil der Kurs ja im Laufe des Tages einmal nach oben und einmal nach unten geht. So, es wird gleich passieren. Wir werden ja. So, und jetzt gehen wir natürlich hier sofort rein, sobald der hier noch ein bisschen kommt. Und wir kaufen hier einfach mal wild rein. Man nennt das auch Gap Trading. Also, das heißt, wir haben hier eine Lücke, eine Handelslücke. Ja. Mal gucken. So, ist natürlich total riskant. Also man darf es eigentlich im Rahmen eines Kurses gar nicht zeigen. Aber wir machen das einfach mal. Wir kaufen hier ordentlich rein. So, mal gucken, ob wir noch ein bisschen was Besseres. Und ich zeige euch gleich warum. Ich muss jetzt bloß mal schnell sein, dass ich die alle hier unterkriege. So. Warum habe ich das gemacht? Na ja, gut, er wollte gestern hoch. Also hatte das Bestreben hoch zu wollen. Ja, hier oben waren wir auch schon drüber. Und nachdem der Handel eingesetzt ist, gab es sehr viele Verkäufer, die gemeint haben, ja, der DAX ist ja viel zu teuer und er wird noch weiter sinken. Ja, das macht er auch jetzt hier. So. Aber das macht nichts. Wir kaufen hier nochmal rein. Wir machen das jetzt das Spiel so lange, bis er wieder umkehrt. Er muss im Laufe des Nachmittags hier unten wieder rüber. Ja? Weil, wenn man sich überlegt, hier das ist ein Riesensprung, so eine 500 hier. Ja, man merkt schon, wie das hier das Konto belastet. Ja, hier nochmal rein. Ja, wir hätten vielleicht auch ein bisschen warten sollen, ein bisschen später einsteigen. Ja, dann, so, jetzt haben wir einen kleinen Effekt, den ich zeigen will. Das nämlich, na doch, da macht noch ein bisschen was hier. Oh. Ja, mal gucken. Das ist außerordentlich riskant, ne? Also hier nicht nachmachen und nicht über die 70% hier marschieren. So, was jetzt passiert, ist Folgendes. Da läuft jetzt wieder zurück an seinen alten Kurs, ne? Weil die alle sagen, ah, das kann nie sein. Also die ganzen Verkäufer, die haben ja gar keinen Plan und das kann nie sein, dass der DAX so tief steht. So, einer von beiden wird jetzt gewinnen. Meine Vermutung ist, dass er wenn das hier 0% ist, dass er auf 75% des Wertes innerhalb kurzer Zeit zurückläuft. Und ich würde mal sagen, dass diese Zeit innerhalb der nächsten 20 Minuten eintritt. Und die Gewinner von hier werden also die wenigen Verluste, die jetzt hier noch entstanden sind, weil er hier nur drüber gelaufen ist, auch noch kompensieren. So, wie sehen wir jetzt aus? Wir sind bei minus 2.478 und wir hatten ja ein Konto von über 11.700. Wir sind also ordentlich im Markt, 25% Risiko. Ja, ist aber diese Trading-Form sehr beliebt, weil
mal innerhalb von einer halben Stunde den Verdienst einer ganzen Woche reinbekommen kann. Ja. Das werden wir jetzt gleich mal zeigen, deswegen wollte ich das unbedingt mal live machen. Was mich ein bisschen ärgert, ist eben, dass ich hier zu spät. Ich hätte ja wirklich erst warten sollen, bis die erste blaue Kerze kommt und hätte mich hier herstellen sollen. Ist ein bisschen schief gegangen, weil ich ja dachte, da kippt ja schneller. Es ist auch ungewöhnlich, dass jetzt hier so lange Zeit vergeht, also lange Zeit sind 3 Minuten, ist lang, bis der hier dreht. Ne? So, wir haben die ersten 3er sind im Gewinn. Wir haben insgesamt 11 Positionen, aber 5 Kontakte. Ja, die anderen sind ein ganzes Stück weiter unten. Ja, mal gucken, wann wir hier in den Break Even reinkommen. Und wo wir könnten also sagen, okay, ich kann es noch schließen. Was hier noch passieren kann, ist die Sache, dass er hier reinläuft und hier erstmal nach unten geht. Also nochmal ein zweites Tief ausbildet, da darf man nicht erschrecken. Wenn das sollte passieren, könnte man die hier schließen, die bisher hergelaufen sind, und dann hier unten noch einmal neu nachkaufen. Ja, dann hat man also das Stück schon mal verdient und von hier runter, das dauert dann allerdings lange, weil die müssen ja alle ihre Wunden lecken. Ja, man muss ja überlegen, dass hier Leute auch short gegangen sind. Ja, und die lassen natürlich dann hier die Federn, weil wenn der hier zurückläuft, das wird dann ganz schnell ziemlich teuer. Ja, also sind das so 2000 Euro, also das sind dann schon 15, 18%, je nachdem, wie groß das Konto ist. Ja, das ist also eines der riskantesten Manöver, die man überhaupt macht. Wann treten eigentlich solche Lücken auf? Naja, zum Beispiel bei den Non-Farm Payrolls, also bei den amerikanischen Arbeitslosenzahlen. Es tritt auf beim Wechsel von Wochenende in die Woche, beziehungsweise auch in sehr, sehr abgeschwächter Form. Etwa Freitagnachmittag ab um 5, so wenn die Banken schließen und ihre Konten glatt stellen, weil sie es nicht übers Wochenende halten wollen. So, da haben wir also auch in leicht abgeschwächter Form ein ähnliches Verhalten. Ja, und dann gucken wir mal, wie sportlich da hier zurückläuft. Es geht also schon los. Wir sind jetzt bei 1300. Ich würde sagen, wenn er hier ungefähr hier liegt, haben wir den Break-Even erreicht. Da könnten wir uns entscheiden, ob wir annehmen, dass er sportlich unterwegs ist und hier landet. Wenn er das nicht tut und hier eine Wende versucht und hier unten nochmal ein zweites Top ausbilden will, naja, dann, Tief, ein zweites Tief ausbilden will, naja, dann machen wir das Spielchen zweimal. Ist auch gut. Zweimal Geld ist auch gut. So, er hängt hier lange rum. So, wir müssen das sehen hier, diese Indikatoren versagen jetzt natürlich. Warum versagen sie? Ja gut, weil es eine Mittelwertbildung ist. Wir haben einen riesen langen Schwanz, wo ja nichts passiert ist. Hier, null, ne, im Vergleich zu diesem Ausbruch hier. Ja, und dann erzählt er uns natürlich Unfug. Man muss wissen, dass diese Biegung, die hier zustande kommt, ausschließlich nur dadurch zustande kam, dass hier so ein starker Sprung nach unten passiert ist. So, also man muss auch den Indikatoren zugestehen, dass es sich natürlich bei einer Mittelwertbildung ja eben weit aus dem Fenster lehnt. Ja. Auch sowas ist nicht realistisch. Ja, ja. Also dass der jetzt hier in Kaufen geht, also man sieht ja nichts kaufen. Ja. Man muss also immer gucken, wo hat der Indikator seine Vermutung her, ja. Und was passiert hier wirklich? Ja. Und hier haben wir ja wieder diese 25 berühmten 25%. Bei einem starken Fall der 25% Rückläufer, kann man sich auch mal merken, ja, das ist der erste Rush, der ziemlich schnell wieder abklingt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Im regulären Verlauf läuft er hier hin und dann dauert es ewig, bis er hier oben reingeht. Und wenn er diese Linie durchstößt, marschiert er hier oben ungefähr hierher. Ne? Das könnt ihr euch mal so merken. Das ist ein ganz typischer Verlauf. Warum ist das so? Warum will er hierher und nicht hierher? Ja, man muss sich einfach angucken, wo der vorneweg hin wollte. Er wollte hier hoch, ja, dann ist er runtergelaufen und dann kommt das Stück, was hier steht, an so einer Stelle noch oben drauf. Also liegen wir ungefähr hier bei der weißen Linie. Ja. So, hier hoch. Ja, und das hier sind wir aber, würde ich sagen, so bei nachmittags um 2. Und wenn das die Amerikaner sehen, dass der von hier unten hier hochgelaufen ist, die kommen ja dann 14 Uhr noch was dazu, die machen dann hier oben noch eine Beule drauf und dann läuft er von unten, hier von oben, wieder auf den alten Kurs, wo der DAX eingestiegen ist. Wir gucken einfach mal heute rein bei heute.
Wir sind ja bei minus 1%. 1% bedeutet, ich habe gestern erzählt, dass ich auch einen falschen Hebel hätte. Mal gucken. Ja. Also, wir haben, müssen wir gleich mal einen Taschenrechner holen. Also, wenn man mal wo bestimmtes Instrument nicht weiß, wie groß der Hebel ist, da guckt man sich einfach mal an, was man denn gemacht hat. Also, man hat 5 Kontrakte mal 10.762. Ah, die Fänge können wir weglassen. So, wir haben 53.000 eine Position. Die teilen wir jetzt durch die Margin. 2, 6, 9. So, und da haben wir also einen Hebel von 200. Also, da ist ordentlich. Ne? So, hier haben wir hier ein Warnsignal. Das heißt, die blaue und die gelbe Linie nähern sich. Ja, das sehen natürlich alle anderen auch. Es gibt ja viele Leute, die im Minutenchart unterwegs sind. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir könnten uns jetzt hier diese Plus holen, aber nur, wenn er wirklich das Bestreben hat, hier rumzulaufen. Dass da hier ein Haltepunkt ausbildet, ist natürlich klar, dass andere Leute natürlich auch die 25%-Regel kennen. Und wir sehen auch hier diesen Radius. Ja, hier, seht ihr den Radius? Muss man ganz genau hingucken. Also hier ist der nächste. Und wenn der hier ranläuft, besteht die große Chance, dass er oben rumkommt. Das passiert zum Glück nicht so schnell wie dieser. Ne? Aber wir müssen jetzt sehr aufpassen, was er jetzt hier macht. Also ob die rote Kerze nach oben einen Docht bildet. Oder gar einen Docht nach unten. Ja? Ein kleiner roter Docht ist da. Also er will wieder zurück. Da würde ich mal sagen, wir sichern uns das mal. Wir können ja von hier jederzeit wieder eine neue kaufen aufbauen. Das ist ja gar kein Problem. So, jetzt haben wir noch 1700. Jetzt warten wir, wir haben jetzt uns entschieden. Ne? Da, jetzt warten wir, nach unten, wir haben nur Verlustpositionen hier drin, macht nichts. Jetzt warten wir, ob er uns entgegenkommt, also hier rummarschiert. Wenn er das tut und möglicherweise unten sogar landet, weil Leute natürlich den Indikator falsch interpretieren. Das, was hier passiert ist, ist nur dieses Stück gewesen. Wir sind nicht in Wirklichkeit hier an dieser Stelle. Ja. Mittelwertbildung heißt immer Normalus plus Katastrophe geteilt durch halbe. Ja. Ja. Das muss man ja immer wieder sagen. Und wir handeln nur die Katastrophe, das hier. Das interessiert uns nicht. Und ein Indikator, der weiß das aber nicht. Ne. Das ist ein reiner mathematischer Indikator, der weiß nicht, wo das herkommt. Und der weiß auch nicht, wo das herkommt. Der sieht einfach nur Zahlen. Der nimmt das Stück. Und dann nimmt das Stück. Und das hat ja einen großen Sprung in einer kurzen Zeit. Hier ist nichts passiert über eine lange Zeit. So, und da kommt er hier zu diesem Resultat. Ja, jetzt wird es spannend. Wir haben ja sie hier. Er wird hier oben noch ein bisschen ankratzen. Gehe ich mal aus. Ja. Wenn nicht, kommen jetzt rote Kerzen. So, und dann können wir im Prinzip den Sekt schon kalt stellen, weil wir dann hier landen. Weil alle anderen denken, ach, hier, guck mal, hier, da kommt, hier, da schneidet und da macht und da tut. Also, wenn der hier runterläuft, also noch weiter Käufer gibt, weil die alle denken, ja, der DAX ist gefallen, der DAX ist gefallen, derweil ist nur der Handel eingesetzt. Ja, um 8 Uhr bis 22 Uhr haben wir Live-Kurse im Handel. Alles andere ist außerbörslich. So, und wenn die das alles so interpretieren, dass wir hier. So, wenn hier blaue Kerzen kommen, ist klar, kaufen wir wieder. Aber das glaube ich nicht. Noch nicht. Diese kleine blaue Kerze, ja, ist natürlich außerordentlich schwierig zu sehen. Die Mittellinie, die hier runterkommt, ist auch ein Haltepunkt, ne? Wissen wir ja. Kennen wir schon von früher. Tja, verarscht er mich jetzt oder was mache ich? Oh ja. Kaufen. Zack. Ja, jetzt habe ich den typischen Effekt, dass nun mal gerade der DAX-Handel mal wieder nicht will. Hallo. Achso, ich bin gar nicht im Handel. Ja, also hier rein. Einmal, zweimal. Ich krieg die alle noch. Ist dann das Problem. So, jetzt muss ich mich natürlich beeilen, weil das allen anderen natürlich auch auffällt. Ja. So, viele brauchen wir da. Weil ich muss ja die etwas tieferen auch noch mitnehmen. So, da ich ja geschlossen habe, kann ich ja ordentlich zulangen. So, jetzt höre ich auf.
So, wir sind also jetzt schon im gelben Bereich, sage ich mal schon. Ne? Also vom vorsichtigen Trader im gelben Bereich, vom normalen Trader, ja, ist das all da. Aber ich bin ja ein bisschen vorsichtiger. Ich habe sogar vielleicht 2% zu viel geholt. Aber die Situation ist hier ziemlich gut. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den noch holen. Wenn der hier wieder rot wird, müssen wir die natürlich erstmal schließen. Ja? Weil es macht keinen Sinn, wenn der hier wirklich rumläuft. Ja, die Leute, also die Hälfte sind ja meiner Meinung gewesen. Die haben gesagt, hier, man sieht das an den Kerzen, der kommt doch mal rum. Und die anderen haben wahrscheinlich, sind im 5-Minuten-Chart unterwegs, sehen die roten Kerzen ja nicht. Ne? Und meinen, er läuft noch weiter zurück und da ist natürlich die Gefahr, dass er hier nochmal rot macht. Ne? Da haben wir die gleiche Situation wie hier. Ich hoffe aber, dass jetzt die paar Positionen, wo wir schnell gekauft haben, hier erstmal noch einen Gewinn kommen. Ja, ich will nämlich auch nicht unbedingt die 30 Euro hier bezahlen, habe ich keine Lust. So, also, was passiert hier? Wir haben hier wieder eine rote. Also die 5-Minuten-Charter sind jetzt auch aufgewacht. Jetzt ist die spannende Frage. Läuft er hier hurtig drüber, dann haben wir alle viel Spaß, weil da haben wir nämlich hier den Break-Even schon erreicht, wenn wir hier stehen. Ja, da hat sich die Sache schon gelohnt und der Rest hier, das ist alles Spaß und Zugabe. So, und da müssten wir, ja, wenn wir ganz großes Glück haben, läuft er hier her, haben wir 12.000 auf dem Konto. Also 2.000 Gewinn. Und da hätten wir also den Verdienst von heute und von morgen innerhalb von einer Stunde rein. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil da kann man dann auch mal einen Tag frei machen in der Woche. Am Wochenende ist das sowieso kein Handel. Ja, ne? Das ist natürlich alles Demo, ne? Das ist nicht live, aber ein Börsenhändler, ja, also hätten wir hier oben bei der blauen Kerze gekauft, wie ich es eigentlich vorhatte, ne? Dann wären die alle schon im Gewinn. Also das sind wir hier schon bei 1400 Gewinnen. Das ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen vor uns. Ihr habt es ja selber miterlebt. Man weiß ja nicht, ne? Weil die blaue Kerze kommt ja immer erst, wenn die Minute rum ist. Und das kann natürlich sehr schnell zurücklaufen. Wenn man sieht, hier ist eine lange Docht, ne? Da ist er hier ja schon wieder zurückgelaufen, weil die Kerze hat ja hier geschlossen. Ja? Insofern war es natürlich nicht falsch, hier anzunehmen, dass es hier an der Stelle dann der Rücklauf geht, ne? Dass natürlich dann nochmal eine Kerze kommt und die auch noch zurückläuft. Ja, ist natürlich ein bisschen Pech. Hier haben wir natürlich wieder einen Wackler drin. So, aber das wäre eigentlich auch das Kaufsignal gewesen. Also wenn der abwärts doch weg ist. Ne? Da wären wir etwas schneller da, wie gegenüber denen, die dann erst die blaue sehen hier. Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, der sichere richtige. Und das hier, naja, das ist ja riskanter, richtiger, sage ich mal. Ja, also die rückgesetzte kurze Kerze ist also hier schon mal das Kaufensignal. Man hätte auch hier auf die gehen können. Aber die grüne kommt natürlich erst, wenn ich hier die blaue auch sehe. Ja. Ja, wenn ihr das nicht glaubt, machen wir hier die senkrechte Linie rein. So, ne? Ja. Aber da sieht man, dass das die grüne Kerze gehört hierher. Auch der Williams schneidet erst hier. Er sagt das auch sehr spät erst. Leute, hier wäre richtig. Ne? Aber hätte ich hier gekauft, wäre natürlich ideal gewesen. Auch die kleine blaue hier wäre noch gut gewesen. Also ich bin einfach hier zu schnell rein. Ne? Ganz klar. Ist ein Fehler. Man muss einfach auch dann mal sagen, wenn man was falsch gemacht hat. So viel ist sehr falsch, haben wir nicht gemacht. Wir sind jetzt hier bei minus 5 bei denen, die wir jetzt vor uns nochmal nachgekauft haben. Und nach dem langen Weg hier durch sieht es erstmal gut aus. Wir müssen aber, dass so eine lange Strecke immer zu Kontoglattstellungen führt, bei denen, die im Kaufen sind, wenn die Möglichkeit sehen, dass er hier mal kurz zurückläuft. Ne, das sichern die natürlich ihre Gewinne. Ganz großes Pech hätten wir natürlich, wenn das hier passiert, genau an der Stelle. Aber da läuft ja her, ne, und dann läuft er wieder los. Ja, gut. Aber wir wissen ja, dass in der nächsten halben Stunde, was haben wir jetzt, 20 Minuten sind vergangen, also in den nächsten 10 Minuten hier über das Minenfeld läuft, sage ich immer. Ja, und dann können wir natürlich das ja alles als Gewinn verbuchen. Wenn wir hier in der Mitte sind, haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Ja, mal gucken. Ja, wir müssen ja immer sehen, ja, wenn er oben rangelaufen ist. Also hier rangelaufen ist das alles positiv. Also wir müssen jetzt die 2.000 Euro hier draufrechnen. Das sind unsere 12.000
1000 Euro, die wir uns einsammeln wollten. Oder 12.100. Ja. Ja, das zusammen muss man ja. Jetzt macht er hier einen Rückläufer. Ärger. Tja, wie sportlich ist er hier unterwegs? Es sind zwei Rote. Naja, jetzt wäre es riskant. Man könnte die hier stehen lassen, wir könnten sie aber auch wegnehmen. Hätten wir aber jetzt 45 Euro Verlust. Wir sehen jetzt hier die Wirkung der Mittellinie. Ne? Das ist hier immer wieder schön, wenn der hier ranläuft, dass er dann immer wieder erstmal kehrt macht. Ah, gut. Also die haben hier glatt gestellt, es läuft auch schon ein bisschen gegen uns. Wenn das sehr schlimm wird. Ja. Wir machen mal eine Gegenposition. Machen wir hier ein Hedge. Und dann können wir im Prinzip die Verluste nach unten ein bisschen hängen. Aber nicht viel, ne? Also wir sind immer noch nach oben unterwegs. Aber ein bisschen Taschengeld nebenbei ist ja auch nicht schlecht. So, wenn wir ganz typisch sind, wird man natürlich hier genauso viele kaufen, wie wir an der Position noch dazu gekauft haben. Ja. So, man darf das aber nicht übertreiben. Also, ich würde das jetzt lassen. So. Wir verdienen jetzt erstmal am Abwärtstrend und wir warten jetzt so lange, bis hier wieder grün kommt. Und dann schließen wir die Verkaufen. Da haben wir mal, dass wir hier 100, in 100er dazu verdient haben. Mal gucken, ob es passiert. Ach, naja. Es ging nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstelle. Eine blaue Kerze kann ich ja nicht gebrauchen. Nicht bevor der hier im Plus ist. Ah, das ist spannend. Ne, sieht gut aus. Es geht weiter runter. Wir haben drei Stück hier. Die müssen wir natürlich ziemlich schnell zumachen. Ja, sind ein Gewinn. Ja, man darf es nicht übertreiben. Ne? Also hier wieder 25% Regel von diesem Stück. Von hier nach hier 25%. Wir liegen hier. Hier müsste der Wendepunkt hin. Ich zeichne mal eine Linie ein, damit ihr nicht denkt, ich erzähle euch immer irgendwelches Zeug. Hier, horizontale Linie, bei 25% ziehe ich die hin. Hierher. Ja, da werden wir sehen, dass er dort hier hinkommt. Na komm. Hallo. Ja, so gut. Ja, gucken wir uns an, ob es so passiert. Ja, es ist für mich auch immer wieder spannend, vor allem, weil ich es ja erst erzählen muss und dann nimmt er alles auf. Und wenn es dann doch nicht passiert, ne, dann habe ich natürlich hier die Brille auf. Also ich sage, er läuft über die weiße Linie und mindestens über die weiße Linie, dass wir hier unsere 100 Euro verdienen. Und dann wird er sich überlegen, naja, die andere Richtung gefällt mir besser. Na komm, machen wir schick. Können die 2 mm schaffen wir noch. Ja, was machen wir jetzt? Das hat man durch bloß 30 verdient. 15. Und was? Alles noch ein Stück. 6. Also 100. Mehr traue ich dem jetzt nicht zu hier. Ne? Es sieht auch nicht so aus, als ob er hier nach unten reitet. 45, 30, 5. Ja, also minus 10 wird man dann ja schließen. Ne? Dann. Komm, komm, komm. Gibt er mir. Ja, dann machen wir das hier so. Gut. Ich mache es mal zu hier. Sieht nicht so aus, ob er hier noch irgendwie weit nach unten will. Wir haben hier eine blaue Kerze ausgebildet. Er will also hier nach oben. Dann könnte man hier mal kaufen. So, gut. Jetzt haben wir ihn wieder gefangen. Wenn er hier wieder drüber läuft und an den alten Kurs zurück, da haben wir eben unsere 100 Euro in einer anderen Richtung verdient. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. So, nehmen wir noch einen mit. Ja. So, haben wir drei Positionen. Ja. Ja, man muss also da immer flexibel sein und dann auch mal hier sich was einfallen lassen, wenn sowas passiert. Ja, brauchen wir nicht mehr. So, was passiert jetzt?
Ich erwarte jetzt hier wieder, dass er hier wieder ranläuft an die Linie. Damit wäre der hier risikofrei. Ne, wenn wir großes Glück haben, läuft er hier dazwischen. Dann ist der hier auch risikofrei. Dann ist hier unten auch kein großer Negativwert mehr. So, wie viel haben wir jetzt? Noch 5 Minuten. Dann mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen was sehen. Wir sehen, dass die gelbe Linie geknickt ist. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier unten jetzt als nächstes hier wieder grüne Kerzen. Was man ja auch sieht, ist, wenn hier ein zweites Tief sich ausbildet, ja, dann ist das hier ein gutes Signal dafür, dass er hier dann möglichst schnell drüber zieht. Ja. Also hier ein Tief, hier ein Tief. Aber bestätigt das, das zweite Tief ist höher. So, und das ist ein Kaufsignal. Für die Leute, die hier einsteigen wollen, die kaufen jetzt hier an der Stelle. Und wenn viele Leute kaufen, dann werden wir sehen, dass hier an der Stelle blaue kommen. Wenn die kommen hier sowas, dann wissen wir, ey, jetzt geht's da drüber. Noch passiert es nicht, die sind alle noch, die schlafen noch, kleine. Aber es werden jetzt hier gleich, also ich sag mal so in der Größenordnung, hier so, hier, blaue Balkendiagramme öffnen. Das wird sein, dass die sagen, nee, er geht ja nicht weiter runter, er macht hier kein zweites tieferes Minus, sondern er läuft hier hoch. Ja, das ist die Entscheidung, die jetzt bei vielen getroffen wird. Ja, die erste grüne Kerze haben wir hier. Jetzt warten wir mal noch, bis er hier. So, dann würde das bedeuten, dass die blaue Linie etwas nach oben gekrümmt ist und die gelbe mitzieht. Und sobald die hier nein ist, hier auf diese Linie, haben wir eine gute Chance, dass wir hier ungefähr bis hierher kommen. Ja, hier. Hierhin wollen wir. Er wird es nicht genau bis oben ran schaffen, weil das Stück ist die Stunde bis um 9. Um 9 haben wir das gleiche Szenario wieder, weil dann zu vermuten ist, dass er von hier aus nochmal nach unten startet. In dieser Zeit müssen wir das hier weggeräumt haben. Na, ist klar. So, das ist dann, ja, da müssen wir dann nochmal einen Teil 11 machen, lässt sich dann nicht ändern. Ich wollte euch das bloß mal zeigen, also für die Leute, die mit Gap Trading unterwegs sind, wie man sowas tut. Ja, ich habe natürlich hier nicht das Lehrbuchbeispiel erwischt, weil wir hier etwas zu zeitig rein sind. Ja, wir hatten also hier einsteigen sollen, ich habe es auch schon erklärt. Ich mache es eigentlich auch sonst, dass ich immer erst warte, bis die erste grüne oder blaue Kerze kommt und dann kaufen, aber ja, wie gesagt. Hier lohnt sich dann auch mal eine größere Position an einer Stelle zu kaufen, dass dieses Feld ja nicht so breit aussieht. Und auch so Sachen, die man halt machen sollte. Aber ich bin heute auch ein bisschen spät erst in den Markt rein. So, wir haben jetzt hier schon wieder Gewinn gemacht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt unser 100-Euro-Ziel erreichen, wenn wir diesen Punkt hier haben. An diesem Punkt. Also nur die kleine Strecke hier sind wenigstens 100 Euro. So, die hätte ich gerne mal erstmal eingesammelt. Ja, wie haben wir noch? 2 Minuten. Ja, gut, dann schaffen wir das. Ja, wir würden dann natürlich gern den Teil nochmal zeigen um 9, wenn also wirklich dann hier der Live-Handel an der Börse passiert. Das ist ja außerbörslich noch. Ne? Das sind also die Banken, die DAX-Kontrakte schon einmal gekauft hatten früher. Die stellen also hier ihre DAX-Kontrakte in den Markt und die Leute kaufen die auch schon und übernehmen die sozusagen. Und dann mit dem Risiko, dass es um 9 dann wirklich zu den realen Kursstellungen kommen. Weil jetzt sind außerbörsliche Kurse. Ne? Also das, was war ja, sagen wir mal, irgendwelche großen Banken, die haben also die Monate und Jahre vorher alle schon DAX-Kontrakte gekauft, wo der DAX schon immer bei 9.600 steht. Und die haben genug Kapital in der Rückhand, dass die auch mal so eine Position längere Zeit halten. Ja. Und die verkaufen die natürlich, wenn die sehen, ja, wir haben hier einen festen Gewinn. Und dann steigen die, nachdem sie den gekauft haben, um 9 in den Markt ein. Also die verkaufen das in der Zeit jetzt von um 8 bis um 9 und steigen dann um 9 neu in den Markt ein. Ja, um sich dann Gewinne zu sichern. Ja. Und nichts anderes mache ich ja. Ich habe hier
Nur ich steige unten an der Spitze ein, weil ich immer sage, der DAX läuft zurück. Wir gucken mal, wie viel wir ja schon zurückgelegt haben. Also wir sind immer noch bei minus 1. Ja. Und wir müssten hoch an die 0. Ja. Gut, mal schauen. Gut. Also, hätte gerne mal 100 € Ziel noch gesehen. Ich hoffe mal, dass das noch passiert hier. Mager hier. Ja, also die Käufer kommen natürlich nur, wenn hier wirklich auch was passiert. Ne? Ich muss vielleicht mal ein bisschen größer ziehen, damit ihr das seht, dass das nicht nur ein Pixel ist hier. Ja, und dann ziehen wir jetzt mal das hier. Hinter den Sprung. Achtung, Maßstabsänderung. Ja, ein bisschen größer machen. Da müssen wir ein bisschen sehen, was hier los ist. Ja, also da. Die Oberfläche skaliert natürlich diesen Sprung raus. So. Und jetzt sehen wir hier, ob der nach oben geht oder nicht. Na, hier haben wir unsere Kunden, unsere Käufer. Sehr schön, kommen auch. Fehlen noch ein paar hier. Ne? So, wir haben hier eine Engstelle vom Bollinger Band. Jetzt ist die Frage, will er nach oben, will er nach unten? Na, die Tendenz ist hoch. Ja? Erstmal. Noch kein Anzeichen dafür, dass er hier unten wegknickt. Ja, also ein bisschen steil gestartet, hat ein bisschen korrigiert. Also der Williams wird hier oben reingehen. Und wenn der Williams hier deutlich diese Linie schneidet, dann kommen nochmal Käufer hinzu. Also es ist zu erwarten, dass wenn der hier reinläuft, die sind alle im Minutenchart jetzt unterwegs. Ne? Also wer hier so ein Gap handelt, sieht auch den Minutenchart. Jetzt haben wir wieder eine rote. Ja, das ist natürlich nicht so günstig. So, Was machen wir jetzt? Ich muss mir den jetzt wieder ranholen, weil ich sonst nicht weiß, was er tut. Und mal gucken. Ja gut, es ist aber hier. Es ist waagerecht. Ne? Müssen wir jetzt nicht Angst haben. Die Linie läuft noch hoch. Die ist ungefähr, naja, Bahn 30 ist er hier. So, ich mache mal das Video aus und